So, und da sind wir wieder bei Grimm's Hollow und wir gehen sofort rein ins Geschehen. Wir spielen die Lavender. Und schon geht's los. Hier irgendwas geändert. Welcome to Grimm's Hollow. Ja. Wir hatten ja so einen Bosskampf. Oder so, ja, nicht so eine Art Bosskampf, es war ein Bosskampf. Und wir erinnern uns ja. Oh, ich habe gar nicht meine Maske an. Oder war das dann auch so? Ah, ist egal. Wir erinnern uns ja, dieses Spiel ist. Ist ja so, ah, ich muss sagen. Ist ja so eine Art, ist ja so eine Art Pokémon. nur eben mit Geistern, mit Sensen, Wesen, Sensenmännern, Sensenmädchen. So Reaper. Patch. Und wir müssen sogenannte Spirit-Energie sammeln. So, ich möchte, nein, ich möchte nicht weiterkämpfen. Ich möchte zu meinem letzten. Halt, nein, danke. Muss ich da hoch oder? Ich weiß es nicht mehr, wie wir zum Endboss kommen. Ah, hier. Ja. Hi. Oh, du hast es gefunden. Ja, ich habe es gefunden. So. Ich drücke und geht trotzdem die Abwehr geht trotzdem nicht. Hallo, komme ich auch mal dran? Ah, das fängt ja gut an. Super. Ah, jetzt hat es nichts genutzt.
Oh, sag mal. Sollen die sich heilen immer? Ah, toll. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Yes! Ah! Geschafft! 34, Timmy? Bist du hier? Oh mein Gott, Lavenda! Was ist mit deinen Augen? Timmy ist ein Geist. Ich schiebe mich mal selbst ein bisschen auf die Seite, damit ihr mir das sehen könnt. So. Lavenda? Bist du okay? Ja. Du kannst doch nicht. Du kannst doch kein Geist sein, Timmy? Lavenda? Warum weinst du, Lala? Tim? Ja? Ich verstecke dich jetzt in meiner Tasche. Und was immer du tust, komm nicht raus, bevor ich es dir sage. Bleib unsichtbar, ansonsten, ich weiß nicht, ob ich dich beschützen kann. Hast du das verstanden? Okay. Oh, jetzt ist Grimm da. Da bist du ja. Wo warst du? Ich war krank vor Sorge. Naja, was er hier sagt, kann ja nicht krank werden. Aber ich bin ein bisschen spazieren gegangen. Mir die Beine vertreten. Aha, sehr. Nun, jetzt bist du ja hier. Und ich möchte dich für eine Tasse Tee einladen. Es macht dir doch nichts an, noch ein bisschen rumzulaufen, oder? Ich möchte mich erst ein bisschen. Ah, okay, wir können es jetzt aussuchen. Erst ein bisschen ausruhen oder einen Tee trinken. Was machen wir? Ruhen wir uns erst aus? Hm. Aber wir gehen gleich. Wir nehmen das Angebot an. Ich denke mal, ausruhen wird bedeuten, dass man noch ein bisschen in der Gegend rumläuft und dann später zu Grimm gehen kann. Deswegen gehen wir gleich. So, Lavenda. Was von diesen Sorten, also Tricks, sind deine
Was möchtest du am liebsten? Cookie oder einen Kuchen oder Muffin oder einen Donut? Der Bäcker würde das gerne wissen. Ist dein Tunnel stirbt, das zu wissen? Das ist nicht die richtige Wortwahl. Verzeih mir. Er würde es gerne wissen, ja. Aber, jetzt können wir raus. Wird es den weiteren Spielverlauf beeinflussen, was wir uns hier jetzt aussuchen? Cookie, Kuchen, Donut oder Muffin? Ich entscheide mich mal für einen Muffin. Da kann das schon sagen. Mr. Grimm, ich habe eine Frage. Brauchst nicht so förmlich zu sein. Nenn mich einfach Grimm. Frag, was du willst. Kann ein Geist oder ein Reaper, also ein Sensenmann, wieder lebendig werden? Nein. Danke. Unless, das heißt unless. Unless, ich glaube, mal kurz gucken. Es verzeiht das schlechte Englisch vom Red Panda hier, ja, an dieser Stelle. Also wenn nicht, wenn man nicht, es sei denn, man hat eines, da gibt es, oder man hat eine Seele, verstehe nicht. Haben wir denn nicht alle eine Seele? Nein. Wir haben nur den Geist, also den Spirit, da gibt es einen Unterschied. Stirbst, dann, jetzt habe ich zu schnell gedrückt, dann geht deine Seele weg und was übrig bleibt, ist der Geist. Und das macht dich eben zu einem Geist, also zu, oder Ghost kann man auch als Gespenst übersetzen, ein Geist, ein Gespenst oder ein Reaper. Ich werde an dieser Stelle jetzt immer Reaper sagen, statt Sensenmann oder Sensen, weil dann gibt es vielleicht welche, wo sagen, na, es gibt aber auch Sensenmädchen, Sensenfrauen. Na, also, Reaper, ihr wisst, was damit gemeint ist. Aber manchmal kommt es vor, dass hier auch welche, jemand ankommt, wo die Seele noch intakt ist. Und wenn das geschieht, dann sende ich denjenigen auch wieder normalerweise zurück ins Leben. Es ist so eine Art Nahtoderfahrung, beschreibt uns Krimi gerade. Aber das kommt sehr selten vor. Wie auch immer. Noch mehr? Zu essen? Jetzt habe ich wieder zu schnell gedrückt. Ah, yes, please. Oolong-Tee. Der riecht gut. Hast du noch eine Frage? Ah, jetzt können wir noch mehr fragen. Warum bist du verrückt nach Ballons? Oh, bist du ein Gott? Oh, wie bin ich gestorben? Ich glaube, das ist eine. Oh, man kann noch mehr Fragen stellen. Was passiert, wenn man. Ich hoffe, man kann nicht mehrere Fragen stellen. Ich frage mal, wie sind wir gestorben? Das weiß ich nicht. Das tut mir leid. Ich sehe nicht, was jedem auf der Erde passiert. Okay. Ah, warum bist du verrückt nach Luftballons? du weißt das noch, ne? Ach, ich möchte für jeden, der hier ankommt, zuerst eine Party machen. Und das geht ja am besten mit Ballons. Aber wenn ich näher hingucke, alle Ballons werden irgendwann gehen, verschwinden. Bist du ein Gott? Nein, natürlich nicht. Auch wenn ich bestimmte Kräfte habe, ich kann zum Beispiel Dinge teleportieren und natürlich
Geister reapen. Also reapen, also ja, aber davon abgesehen, so viel kann ich nicht tun. Ich kann zum Beispiel nicht backen. Und das ist eine sehr tolle Sache, Essen. Okay. Was passiert, wenn ich after I pass on, also wenn ich gegangen bin? Ich denke, das ist gut für dich. Ich habe noch nie das Nachleben oder das Afterlife gesehen. Ich habe lediglich die Geister dorthin gebracht. Aber die wichtigste Frage wäre natürlich gewesen, was ist mit uns eigentlich passiert? Ne? Gut, I'm good. So. Wie du weißt, normalerweise werden neue... normalerweise wissen neue Reaper nicht, dass dies hier alles real ist. Und wenn sie das tun, dann beginnen sie so eine Art, beginnen sie zu glauben, das wäre so eine Art Kult. Ich bin mir nicht sicher, warum. Naja, vielleicht wegen der Maske. Oder den Masken. Aber wie ich sehe, hast du diese Idee sehr ständig aufgenommen. Ja, das, also das, was, das, was man hier sieht, das ist das, was Lavender denkt. Naja, weil ich nämlich Timmy als Geist gesehen habe. Und nachdem... So, and so I feel really concerned. Hey, Sales. Was versuchst du mir zu sagen? Wenn du damit einverstanden bist, Lavender. Ich kümmere mich um alle meine Reapers, natürlich dich eingeschlossen. Ich bin okay, ehrlich. Ja, toll. Das freut mich. Bäcker, wie du sicherlich nicht weißt, brauchen to sneak into closet for integrants, you know. Oh, jetzt kommt der Bäcker. Aber du siehst ziemlich gehetzt aus oder ziemlich beschäftigt aus. And I was running out of floor. Ich glaube, die Dinge, die ich jetzt nicht direkt übersetzen kann, bevor ich sie falsch übersetzen, lese ich sie auf Englisch vor, ja. wie wäre es damit, wenn du Reaping oder zu Reaping unterrichten würdest, Lavender? Ach so, nee, er hat den Bäcker gefragt. Ich denke, ich würde gerne helfen. Ich glaube, ich würde gerne helfen. Aber du weißt, ich kämpfe nicht, Grim. Vielleicht ist es besser, du fragst jemand anderes danach. Ich möchte auch nicht, dass gegen irgendjemand gekämpft wird. Was ist, wenn sie verschwinden? Was ist, wenn sie verschwinden? Du bist die schnellste Person hier in Hollow. Ich denke, du kannst schnell genug rennen, um sie zu retten oder zu helfen. Nun, okay. Was reden die jetzt da gerade? Exzellent, Lavender. Wenn du, wann immer du bereit bist, kannst du mit dem Bäcker bei der Bäckerei reden. So, ich werde meine Ingredienzien wegstellen. Oder ausliefern. Keine Ahnung. See you later, Lavender. Achso, er muss das irgendwie in Grimms Hollow House irgendwie. Ach, das war's schön. Und er sitzt jetzt einfach so da.
Lässt den Tee kalt werden. Es ist indessen Hello Kitty, eine Maske, aber sie sieht unvollständig aus. Oh, wir können uns jetzt ein bisschen hier umgucken. Das ist gestrickter Stoff und eine Nadel liegt auf dem Tisch. Also Nadel und Faden und Stoff liegt auf dem Stuhl. Diese Tür ist ein interdimensionales Portal zu einer Welt, die voll von sehr schrecklichen Geistern ist. Davon wirst du dich nicht mehr erholen, wenn du das gesehen hast. Ah, okay. Warum ist sie dann da? Oh, das ist meine Frühschicht. Das sind Geister außerhalb von Hollow. Den Aspidi-Wolf. Okay. Ich werde vielleicht mal speichern. So. Ah, der Ollong ist schon lange ausgetrunken. Ah, hier geht's weiter. Ach nee. Pocket Timmy. Psst, ich muss mit dir reden, Sister. Sis. Das, was dieser Typ da über die Seele gesagt hat. Ich hab so etwas auch noch. Aber Timmy, jeder hat doch sowas. Nein, aber ich hatte eine, während ich hier ankam. Was? Ich erinnere mich daran, in eine Höhle gegangen zu sein, runtergeguckt zu haben und ich schaue da in eine Person. Like I used to do. And und alles war gloomy irgendwie. Grünlich, glow. Aber dann sind andere Geister in die Höhle gekommen. Und die waren ziemlich gruselig. Und haben angefangen, mich einzufangen. So habe ich, bin ich so, so, so begann ich wegzulaufen. Und habe sie ausgeblendet. Blacked out. Ausgeschwärzt. Ausgeblendet. I blacked out, bis mir schwarz vor Augen wurde oder ich bewusstlos wurde, kann man das so übersetzen. Als ich wieder aufgewacht bin, habe ich mich hell gefühlt. Aber ich konnte mich nicht mehr selber sehen. Deshalb denke ich, meine Seele ist immer noch hier, Lavender. Irgendwo, ich kann es fühlen. Vielleicht hat dieser Geist sie genommen. Ich glaube dir. Ich werde versuchen, sie zu finden. Danke, Sis. Nun, ich muss jetzt weitergehen. Ich sehe ziemlich verrückt aus, wenn ich hier mit meiner Tasche rede. Also mit meinem Hoodie-Pocket. Das ist im Hoodie vorne die Bauchtasche, denke ich mal. Weil Lavender hat ja so ein Hoodie an. Du siehst immer verrückt aus. Du streckst ihm die Zunge raus und dann steckst du den Timmy-Geist wieder zurück in die Tasche. Ja, wie nett. Hätten wir uns da drin noch ein bisschen weiter umsehen können? Ist da noch irgendwo was anderes? Warum kann man das wieder? Okay. Ah, ja. Danke, dass du mich daran erinnerst, diese Tür auch abzuschließen, Lavender. Ich mag keine Scolding People. Was heißt denn Scolding People? Aber ich denke, es müssen irgendwie mehr Reapers in meine
Firmen. Was? Ja, geht's hier noch weiter? Ja, gibt's. Also, dann gehen wir, denke ich mal, zum Bäcker. Hat sich hier irgendwas geändert? Der versucht immer noch seinen Donut zu essen. Ah, na toll. Ah, hallo Lavender. Bist du fertig? Können wir anfangen? Bist du bereit? Ja, cool. Oh. Das hätte ich fast vergessen. Du kannst das hier haben. Oh, zwei Morbid Muffins. Den Geruch. Strömt aus dem Container, aus dem Behälter. Wie können wir eigentlich riechen, wenn wir tot sind? Na, egal. Mein guter Instinkt hat mir gesagt, dass du das, dass dir das gefällt. Oh, danke. Dass dir das gefällt. Ist auch wurscht. Das Video guckt ihr gerne. Hat Grimm dir ein Skite? Was ist denn das gegeben? Ehrlich gesagt, er ist ein bisschen vergesslich manchmal. Ja, er gab mir einen Skite. Nein, ich habe ein. Ach, das ist diese Sense. Ach ja, oh, Fluffo. Squid, bevor ich das jetzt wieder gegoogelt habe. Aber den habe ich natürlich nicht von Grimm bekommen. Oh, okay. Dann gehen wir in die zweite Höhle. Oben auf dem, auf dem Hügel oben. Los, lass uns gehen. Der Baker Joe, aber begleitet er mich jetzt nicht? Anscheinend schon. Also gehen wir in die zweite Höhle rein. Ah, da ist er ja. Der Baker. Der sieht irgendwie cute aus, ne? Also finde ich jedenfalls. Ich mache mal hier mal ein Selfie. So, weiter geht's. Nun, Lavender. Ich werde dich jetzt. Ich habe nichts gedrückt, ist von alleine weitergegangen. Ich werde dich jetzt unterrichten. Ah, oder du kannst es selber tun. Ach, das waren wir gleich, ja. Das war's schon? Nun, nein. Schließ mal deine Augen und. Also, ich habe nichts gedrückt, das ist von alleine. Ich konnte jetzt nicht weiter vorlesen. Ich schließe meine Augen. Ich denke, das mache ich. Ich denke, es gibt nichts, was der Bäcker, was du mir noch beibringen kannst, Bäcker. Wenn er gegangen ist, dann können Timmy und ich diese Seele zusammenfinden. Achso, Lavender hat keinen Bock auf Unterricht, die will alleine hier weitermachen. Ganz, jetzt komm mal ein bisschen runter, neuer Newbie. Ich werde dich nicht eher verlassen, bevor wir. Beziehungsweise nun du diese Höhle geklärt hast, gesäubert hast. Jeder Neue macht das. Und ich bin hier dabei, um für dich da zu sein oder aufzupassen, dass du nicht verschwindest oder dass du dich nicht auflöst. Oh. Und das Wichtigste von allem. Da gibt es etwas, was ich dir zeigen möchte. Und was ist das? Ich kann es dir nicht erzählen. Lass dich einfach überraschen. Lead the way, Länder. Oh, wir springen über das. Kann ich drüber springen? Hallo? Ein Reaper.
Oh, ich habe da unten einen Freund verloren. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er irgendwie im Wasserfall weggefallen oder gestürzt. Bitte lass es mich wissen, wenn du ihn gefunden hast. Okay. Ah, da ist jetzt Wasser. Wir können in das Wasser springen. Was ist denn das hier? Oh, die Kampfumgebung hat sich geändert. Cool. Autsch! Oh, das ist ein hartnäckiger Gegner. Ich hätte mal einen Muffin essen sollen. Zu spät. Also, das ist. Die sind ziemlich stark. Wo ist jetzt der? Nein! Nein, das gibt's nicht! Oh, also die Idee hat mir nicht gut gefallen, dich einfach da liegen zu lassen. Deshalb habe ich dich hierher gebracht. Du hast dich selbst ein bisschen ziemlich hart angenommen. Nee. Also bitte sag mir nicht, dass wenn wir jetzt in der Höhle da oben sterben, hier wieder anfangen. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Scheißernst. Kann ich das irgendwie überspringen? Ja. Die Frage da unten. Nein, das ist Wasser. Okay. Gut, wir müssen irgendwann gegen anderen Geist kämpfen. Vielleicht können wir es aber auch ohne Kämpfen schaffen. Gut, wenn spätestens wenn man durch ein. Wir können nicht ins Wasser, ne? Okay, dann kämpfen wir jetzt eben mal. So ein Schaden. Ich komme gar nicht dazu, zu kämpfen. Das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Na. Nee, ich glaube, hier geht nichts weiter. Also ich werde das Kämpfen vielleicht vermeiden müssen, weil wenn die Gegner so extrem stark sind und wir wieder ganz von vorne dann anfangen, dann kann das schon mit der Zeit ziemlich nervig werden. Was ist das jetzt bloß so ein doofer Felsen und muss man da? Ah, okay. Nee, um dahinter zu kommen, muss man kämpfen, oder? Oh je.
Nee, das wollte ich gar nicht. Kann ich dann mal zurück? Ja. Nein. Ich krieg keine Gelegenheit. Die greifen mich beide die ganze Zeit an und ich komme irgendwie gar nicht dazu. Ich habe jetzt das abgewehrt, aber irgendwie... sind die irgendwie gar nicht besiegbar. Na toll, also das ist ja richtig doof. Die besiegen mich jetzt. Die besiegen mich jetzt und dann. Und ich fange wieder ganz von vorne an. Ey, das ist ja blöd gemacht. Okay, einmal versuche ich es noch. Ja, let's go. Ich einmal versuche ich es noch. Ich werde jetzt den Weg einfach rausschneiden. Also bis später. So, jetzt versuchen wir mal hier vielleicht. Ist das dieser verloren gegangene Freund? Also, die sind auch irgendwie nicht besiegbar. Was ist das? Was ist das? Ich habe auch. Nee, keine Chance. Was ist denn das für ein. Also, Entschuldigung. Ich habe jetzt auch keine Sachen mehr zum Auffüllen irgendwie, das die Lebenskraft aufzufüllen. Kann ich beim Bäcker nichts kaufen? Ah, doch, Shop. Okay. Haben wir wenigstens unsere Lebenskraft-Sachen wieder aufgeladen. Vielleicht hilft es jetzt. Vielleicht hilft es jetzt. Aber man muss jetzt den ganzen Weg da nochmal gehen. Und wir nehmen ja auch schon fast eine Stunde wieder auf. Ja, und da sind wir schon. Ah, und haben kaum noch Energie und konnten jetzt natürlich nicht aufladen. Jetzt auch mal kämpfen. Hallo, ich will auch kämpfen.
Da stand vorne etwas von 500 Herzen bei diesem Dings. Hä? Da stand was von 500 Lebensherzen. Jetzt muss ich doch mal in... Haben wir irgendwo das Pocket? Ja. Nein, man kann immer nur 100. Vielleicht wie viel insgesamt wir haben. Also man muss bei diesen Kämpfen nicht nur kämpfen, sondern auch ständig essen und das alles gleichzeitig. Also, liebe Leute, machen wir mal wieder ein bisschen größer. Das war's mal für heute bei Grimm's Hollow. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Probiert das Spiel gerne mal selber aus. Das Spiel, ich glaube, das geht storymäßig in eine ziemlich interessante Richtung, weil wir ja Timmy Seeles finden müssen. Ich denke, zum Schluss wird es so rauslaufen, dass Lavender eigentlich in Wirklichkeit tot ist und wir unseren Bruder Timmy retten müssen. Die Kämpfe sind eine ziemlich witzige und schöne Idee. Allerdings ziemlich nervig, wenn man wieder gleich hier am Anfang anfangen muss. Ist auch ein bisschen unlogisch, weil in der ersten Höhle hatten wir ja noch einen Speicherpunkt direkt vor dem Hügel oder vor der Höhle. Und hier müssen wir ganz zum Anfang wieder zurück. Das ist ein Minuspunkt leider für das Spiel. Und es ist auch, die Kämpfe sind auch übelst schwer und auch ziemlich nervig. Man sieht eben keinen Fortschrittsbalken, also dass man jetzt sieht, aha, okay, der Gegner ist gleich tot oder so oder weg. Das ist ein Kritikpunkt an das Spiel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gehabt euch wohl, bleibt neugierig, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.